Remember DRS? Um die DRS zu aktivieren, haben wir einen Knopf auf dem Lenkrad oben rechts. Wir haben am Lenkrad bei uns im Audi nochmal eine Zusatzwippe oder einen Hebel. Und ja, das ist eigentlich der schönste Button am Lenkrad, weil wenn man den drücken kann, dann ist man im gewissen Abstand zum Vordermann. You have a lights on the dashboard that tell you when you can use it, because you have to be within one second of the car in front. Wenn man in dieser Sekunde ist, dann spürt man das schon oder sieht man das schon. Man weiß, jetzt gleich drücke ich den Knopf. One light to tell you that you can use it, and then once you've pressed it, another light comes on to let you know it's on, basically. Und damit klappt dann der Heckflügel runter, DRS ist aktiv. Der Sinn von DRS ist natürlich zum Überholen. Auf langen Geraden den aerodynamischen Effekt nutzen und sich anzusaugen und vorbeizufahren. Well done, mate, well done. Boah, es gab schon ein paar Manöver letztes Jahr. Norrisring mit Matthias Ekström. Und da berühren sich die beiden und da ist Spengler vorbei. Durch sein gutes Geschwindigkeit auf der Gerade schon spät bremsen und blockiertes Rad haben, um ihn zu überholen. Aber das Überholmanöver hat schon Spaß gemacht. Rad an Rad, das ist wirklich Kampf auf der letzten Rille. Und das macht natürlich den Reiz dann aus, mit aufgeklappten Flügel, höherer Geschwindigkeit, auf der falschen Position eine Kurve anzubremsen. Da hast du dann schon Bewegung. Der Flügel klappt natürlich in dem Moment, wo du vom Gas gehst auf die Bremse, sofort wieder in Neutralposition, sage ich mal, so hoch. Und das gibt dir die Stabilität zurück. Aber der Moment ist natürlich das Besondere. Beim Nürburgring zum Beispiel, letzte Kurve. Max Götz, he's gonna try and get past as well. Wir sind quasi links und rechts am Augusto vorbei, der kein DRS hatte. Also im Doppelflug vorbei. So much speed. So ab 150, 160 ist wirklich spürbar, dass die Beschleunigung plötzlich deutlich besser wird als mit zugeklapptem Flügel. Und dann merkst du richtig als Fahrer, wie das so ein bisschen das Auto sich nach hinten neigt. Dann sieht man ja auch manchmal, wie die Autos springen auf der Geraden. Und es so ein bisschen nach vorne schießt. On the straight, if you're maneuvering the car on the straight at high speed, the car becomes quite loose because you lose a lot of downforce from the rear. In der Kurve würde das Auto mit dem Heckflügel runter überhaupt nicht gut fahren, die Balance stimmt nicht. You have to be a little bit careful, especially in sort of higher speed corners. Es ist nicht so ganz einfach. Es ist nicht so, dass du das drückst und bumm, fährst vorbei, sondern es ist immer noch ein Kampf. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Dieser Knopf ist eigentlich somit der schönste im Auto. Jedes Überholmanöver mit DRS freust du dich und fährst um die Kurve und hast ein Lächeln im Gesicht.